willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt die Fortsetzung sozusagen von dem Auspackvideo von dem Tauschpaket mit Sasu. Falls ihr das nicht gesehen habt, verlinke ich es euch hier oben in der Ecke. Das ist das Experiment oder die Experimente mit den Blitzkristallen. Das hat die liebe Sasu mir ja im Tauschpaket geschickt und wollte eigentlich, dass ich es im Tauschpaket mache. Da es aber über ein paar Tage geht, ging das leider nicht. Und ich werde jetzt die Fortsetzung davon machen. Und wie gesagt, da es über ein paar Tage geht, wundert euch nicht, wenn ich verschiedene Oberteile anhabe, weil es eben über Nacht erkalten muss, die Flüssigkeiten, oder auch wie hier die Tiere erkalten müssen, wenn die denn gemacht wurden. Und dann werde ich wohl immer was anderes anhaben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und jetzt geht's los. So, ich habe jetzt alles vorbereitet. Wie ich das genau vorbereitet habe, werde ich euch jetzt mal kurz einblenden. Es ist eigentlich dasselbe wie in dem Tauschpaket mit Sasu. Wenn ihr das genau mal nachgucken wollt, könnt ihr gerne da einschalten. Es ist oben auf dem i verlinkt. Und ja, eigentlich müsste man das Ganze jetzt auskühlen lassen. Und dann in die Form gießen. Da ich aber jetzt das Ganze schon 2 bis 3 Mal schon wieder erhitzt habe, weil es mir jedes Mal in dem Töpfchen hier kristallisiert ist, werde ich es jetzt direkt im warmen Zustand in die Formen geben. Denn ich meine, wenn es schon da drin warm, also kristallisiert, dann wird es ja wohl auch in den Formen selber klappen. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Tut mir leid, wenn es jetzt nicht eine Anleitung ist. Aber ich habe einfach eine Lösung gesucht, weil ich die anderen 2 Päckchen von dem Natriumacetat, das so aussieht, jetzt noch benutzen, also noch brauche für die nächsten Experimente. Und weil ich euch die noch zeigen möchte, suche ich jetzt einen Weg, oder habe ich jetzt einen Weg gesucht, um euch das mit den Figuren hier jetzt trotzdem zu zeigen. Ich werde jetzt die Flüssigkeit hier in diese Formen schütten und erkalten lassen. Und wenn das jetzt dasselbe Prozedere ist, wie es mir jetzt mal hier drin passiert ist, dann wird das hier wohl aushärten drin und dann werde ich das komplett abkühlen lassen und rausholen. Wie gesagt, jetzt ist es noch warm. Aus. Aus! Es ist gerade noch genug Flüssigkeit. Ich glaube, es ist auch viel verdampft in den ganzen Versuchen, wo ich das wieder aufgekocht habe. Und ja, dann lassen wir das Ganze jetzt abkühlen, ohne es zu bewegen. Hier sind jetzt die Formen, die ausgetrocknet sind. Ich habe an manchen Stellen noch was hinzugefügt, da ich beim Umstellen was ausgeschüttet habe. Und ja, jetzt holen wir vorsichtig raus. Ich weiß jetzt nicht, wie leicht die sich lösen lassen. Fehlt ein Bein. Wie man sieht, ist mir das zerbrochen. Hier liegt der Rest. Das hat nicht geklappt. Ob das jetzt daran liegt, dass ich das warm da reingeschüttet habe, weiß ich nicht. Nochmal machen kann ich leider nicht, da ich nur ein Tütchen übrig habe und ich dafür 2 bräuchte. Und ja, leider hat das nicht geklappt, aber zum nächsten Experiment und dann hoffen wir mal, dass das besser läuft. So, nächster Tag. Das Ganze ist, ich habe das Ganze nochmal aufgekocht mit einer neuen Salzlösung. Also Salzkristallen und Wasser wieder aufgekocht, dass es flüssig wird. Es ist jetzt abgekocht. Jetzt brauchen wir die Salzkristalle, die wir in eine Petrischale gemacht haben. Und werden das jetzt langsam hier einfüllen.
Die Reaktion werdet ihr dann sehen. Normalerweise sollte man da noch Tinte reintun, aber da ich, seit ich aus der Schule bin, meine ganzen Tinten und der ganze Schulkram irgendwo hinweggeräumt habe, wo ich keine Ahnung habe, wo, muss es jetzt auch ohne klappen. Und es wird auch klappen, nur es wird nicht so schön aussehen. Aber der Effekt ist, ist derselbe. So, dann schauen wir mal. Wir sollen das langsam hier reingießen. Durch die Kristalle, die da schon drin liegen. Oh, man müsste den Deckel auch öffnen. Ich tollpatsch. So. Jetzt nochmal das Ganze. Also das ist impressionant, was ein hoher Turm daraus geworden ist, ohne dass er irgendwie abgebrochen ist oder umgekippt ist. Ich werde das jetzt abkühlen lassen und dann werde ich das auch so behalten, würde ich mal so meinen. Ja, und dann zum nächsten Experiment, was auch das letzte Experiment sein wird. Nun kommen wir zum letzten Experiment. Dafür brauchen wir den Stab und wieder eine Flüssigkeit, wo die Salzkristalle drin aufgelöst sind, oder das Natriumacetat. Und ich muss jetzt den Stiel hier reinstecken und aufpassen, dass die Kristallisierung nicht bis an den Rand kommt, sonst kriege ich den Stab nicht mehr wieder raus. Und dann macht man sozusagen eine Blume. So sieht das jetzt aus. So sieht die Blume jetzt aus. Die kann man jetzt trocknen lassen. Und da reinstellen. Hier sieht man jetzt die Resultate von den 5 Experimenten. Okay, das erste, was ich bei Sasu im Video gemacht habe, also im Tauschpaket-Video mit Sasu, daraus habe ich ja die Formen mitmachen wollen. Die Formen haben ja leider nicht geklappt. Dann war dieses Türmchen hier, das hat ja sehr gut geklappt. Und die Blume, die auch relativ schön geworden ist, mit ein bisschen Farbe wäre sie natürlich noch schöner geworden. Aber so ist es auch ganz schön. Das kann man jetzt irgendwo hinstellen. Und ja. So ihr Lieben, wie man sieht, es läuft nicht immer alles rund oder so wie man es geplant hat oder so wie es in der Anleitung steht. Aber es ist ja aber bis auf die eine Sache alles relativ gut gegangen. Und ja, dazu muss ich sagen, ich bin sowieso kein großer Fan von so Experimenten, weil ich, wie bei Sasus Video, also dem Tauschpaket mit Sasu schon gesagt habe, ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch und viele Sachen braucht man. Zeit und Geduld. Und die habe ich nicht. Also Zeit schon, aber die Geduld nicht. Und ja, das wär's dann mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch andere Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, hier könnt ihr den Kanal jetzt auch abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und hier könnt ihr gerne noch ein anderes Video gucken. Ja, dann hoffe ich, euch im nächsten Video wiederzusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!